Okay, wir gehen einfach mal davon aus, dass das funktioniert. Und jetzt soll nämlich eine Runde Fallout gespielt werden. Übrigens ist es so, dass ich endlich nach 1,5 Ewigkeiten ein neues Hintergrundbild habe. Vorher hatte ich ja so ein komisches grünes Dschungelthema. Und jetzt habe ich aber was anderes, wo wahrscheinlich auch jeder WTF sagen wird. Jedenfalls ist es so, dass offensichtlich der schöne Mist aus dem Forum meine Videos irgendwie total toll findet, obwohl die jetzt eigentlich gar nicht mal so besonders sind. Ach toll, und jetzt gibt es natürlich wieder diesen komischen Bug. Dass bestimmte Tasten nicht gehen, wenn ich in Fallout bin. Aber zum Glück hat sich's wieder herholen lassen. Und es ist nämlich so, dass mir der schöne Mist vorgeschlagen hat. Irgend so einen komischen Sänger, den ich zumindest nicht kenne. Als Hintergrundmusik zu benutzen, was weiß ich. Der hieß nicht Bruce Lee, aber so ähnlich. Ich hab den Namen leider vergessen. Aber da ich den ja nicht kenne, bleibe ich lieber bei meiner japanischen Musik. Auch wenn einige behaupten, dass einem davon nach einer Zeit die Ohren bluten würden. Jetzt ist es nämlich so, dass ich den Sadomaso-Mark versuchen will, wie er manchmal genannt wird. Boah, ich habe so lange keine Fallout-Videos mehr aufgenommen. Der schießt es ja schon die ganze Zeit. Ich hoffe auch mal, dass es jetzt nicht mehr asynchron ist. Das war nämlich bei dem Skyrim-Video so, leider. Bin mal gespannt, was hier so los ist. Und ob ich es schaffe, rauszufinden, wer da geschossen hat. Obwohl ich hier jetzt wahrscheinlich erstmal hauptsächlich snipen werde. Ich bin die sogenannte Sniper-Königin, die Ungekrönte, die sogar mit einem Gewehr ohne Zoom richtig snipen kann. Ja, na toll. Da hat natürlich der Wetzmodus daneben geschossen. Ich bin nämlich natürlich auch immer noch der alte Sucker vom Dienst, oder zumindest wird mich wahrscheinlich der Boyin Deal so nennen, der nach jedem daneben getroffenen Schuss neu lädt. Das liegt nämlich daran, dass die Ammo für das Gewehr einfach so eine totale Mangelware ist, dass jeder Schuss sitzen muss. Na toll, jetzt einfach endlich mal. Ja toll. Das geht ja mal gut los. Ja, super, jetzt laggt auch noch der Desktop. Jedenfalls ist es so, dass Fallout jetzt natürlich schon wieder diesen Fehler-Error hat, dass eine beträchtliche Chance auf einen Absturz besteht, wenn man F9 drückt. Weil das Gebiet als nicht richtig geladen wird. Da ist es dann nämlich als so, dass ein Absturzverursacher-Mofo in der aktiven Zelle ist. Und zwar ist es meistens ein Ghoul-Raider. Und solange der lebt, stürzt es immer wieder ab, wenn man lädt. Das heißt, das sollte man dann versuchen so zu spielen, dass man nicht andauernd laden muss. Natürlich auch oft speichern, damit man ihm, falls es dann doch abstürzt, nicht zu weit zurückgeworfen wird. Ja, toll, jetzt greif doch endlich mal, du blödes Gewehr. Und stürzt wieder ab. Na toll, da sind Raider-Wachhunde gespawnt. Super. Da freue ich mich aber. Wir gehören die hier eigentlich gar nicht hin. Mal sehen, ob es wieder Crash dort. Auch ist es da. Dafür zielt das Gewehr ja viel zu schlecht. Mann, ey. Ich treffe doch endlich mal den Dickschädel. Kann doch nicht so schwer sein. Tschiu! Endlich hat das Gewehr den Raider-Fiesling abgesnipert. Was? Oh nein! Mich hat irgendwer entdeckt. Was ist der da hinten? Toll. Aber vielleicht ist er so blöd und findet mich nicht. Ja toll, wieder daneben geschossen. Ey, du blödi Gewehr! Ey, das Gewehr will dafür sorgen, dass das Spiel wieder abstürzt. Abgesnipert! Aber der Absturzverursacher Mofo ist wahrscheinlich immer noch am Leben.
Ich gehe ja, wie schon gesagt, davon aus, dass es ein Ghoul ist. Ja toll, ich habe den zwar getroffen. Das gibt's ja nicht, das war ein Supertreffer, also ein Headshot. Aber der hat gerade so noch ein bisschen Striche. Vor allem ist es nämlich auch so, dass das M1 Garant mal ein bisschen mehr Haltbarkeit bräuchte, um viel mehr abzuziehen. Ey, nee! Sonst haben die mich nämlich auch noch entdeckt, diese Reinleger. Echt verarscht. Ist es allerdings so, dass hier hinten diese Köterhorde ist. Und ich verballere natürlich keine Ammo für so welche. Sondern die werden gefälligst im Nahkampf besiegt. Ey, ich geb's euch hier! Och nö, jetzt hat er mich auch noch getroffen, dieser Cheater. Ey, ihr Nervköpfe! Einer weniger. Was? Oh nein, die restlichen fliehen. Aber immerhin ist es mal einer weniger. Wir sind da viel zu viele Fieslinge überall. Vor allem da hinten. Guck dir an, wie viele... Hä? Ey, nee. Wir haben da sogar Blecheimer. Nämlich Armee-Protektrons und so ein Zeug. Was? Oh nein! Guck dir das mal an, wie viel da kommt. Das sind aber hauptsächlich solche Köter-Typis. Ein paar komische normale Raider. Einer weniger. Das wird der Boeing, die sich natürlich wieder nicht mehr einkriegen, weil ich mich im Kampf geheilt habe mit dem Bett. Ein Boeing, die wäre das natürlich nicht möglich. Was? Oh nein! Bin ich nämlich auch noch erledigt. Was, wenn ich mich hier jetzt in eine ausweglose Situation manövriert habe? Wäre natürlich nicht toll. Aber danach sieht es momentan sogar aus. Dass ich hier nicht mehr rauskomme, ohne zu sterben. Och nö. Obwohl mit dem Wettmodus vielleicht. Weil nämlich der Wettmodus eigentlich total cheaterig ist und einem ermöglicht, sich zu teleportieren. Und sie nämlich hier den Flammenwerfer schnell wegkriegen, was man aber erstmal schaffen muss. Nö, das sind zwei Raider! Ich hab gedacht, der zweite wäre dort. Ist aber anscheinend nicht. Mit so einem Nahkämpfer-Nerfer. Ach nö, nee, da ich ja gar nicht mehr damit gerechnet. Hier gebe ich einen Angriff, du! Natürlich war das nötig, ich meine, der Köter hätte mich sonst zerrissen. Was für ein Lava-Eini. Hier gebe ich's, du! Ja, natürlich wurdest du getroffen, du Lava-Eini. Wie die immer sagen, ich wurde getroffen. Wenn außer ihnen selbst und ihrem Gegner, also dem Spieler, nichts anderes da ist. Ich meine, wem erzählen die das denn bitte schön, dass sie jetzt getroffen worden sind, als ob das irgendwer wissen wollte. Und ja, ich kann natürlich alles looten, aber das muss ich ja nicht jedes Mal wieder erklären. Bei mir die Leichen einfach schnell weggesammelt werden und dann geht's weiter. Wenn ich irgendwie Item-Management betreiben wollte oder so, dann würde ich wahrscheinlich sowas wie Die Siedler spielen. Und kein Ego-Shooter. Und ja, Fallout ist ein Ego-Shooter. Mir ist es völlig egal, ob ich jetzt dafür gesteinigt werde. So, jetzt soll es aber hier weitergehen und da kommen jetzt nämlich voll die vielen Blecheimer-Typis. Sogenannte Idiotenhirne und so. Muss man natürlich erstmal alle schaffen.
Und mit meinen Sniper-Umdrehungen. Oh nein, da kommt der Raufer. Der ist auch ein schwerer Gegner. Oh nein, die schießen schon auf mich. Diese Oberfieslinge. Ritsch, ratsch, ritsch, ratsch, ritsch, ratsch. Ritsch, ratsch, ritsch, ratsch, ritsch, ratsch. Aber ich will mal gucken, ob es überhaupt... Ja, es nimmt noch auf. Zum Glück komme ich auch wieder in das Spiel rein. Jetzt kann die Schlacht weitergehen. Achso, nein, da kommen sogar Terminator-Bots. Das sind schwere Gegner. Weil man die nämlich nicht im Wetz-Modus anvisieren kann. Witzwatsch, witzwatsch, witzwatsch. Witzwatsch, 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 witzwatsch. Ey, ich mach dich fertig, du! Achso, nein, die ziehen mir viel zu viel Striche ab. Nein! Ist es ein Reaver oder so? Hoffentlich nicht. Ey, nee! Schwingschwang, 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 Schwingschwang. Wimmel, 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 wimmel. Ah, da kommt viel zu viel! Ja, nein, das ist ein Brügler, der hält auch viel zu viel aus. Ich sag mal, da kommen ja lauter Nahkampfräder. Die nerven voll, weil die nämlich dauernd blocken. Wenn jetzt noch ein Knarrenfritze dazukommt. Na Glück gehabt, der hat nur so eine komische Pistole vom Modell 9mm Gurkenpaff. Was? Nein, das ist ein Patrouillenfiesling. Ah! Was? Nein, jetzt bin ich am Verlieren. Na toll, da kann ich nichts mehr machen. Ah, Glück gehabt. Ich habe wieder volle Striche durch das Bett. Allerdings hat das jetzt ein bisschen Geld gekostet. Was? Oh nein! Ich sollte mich natürlich auch nicht so in das Eck drängen lassen. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Ey, ihr nervt! Und zwar alle! Das wilde Flügelbüschelmädchen hält viel zu viel aus. Wenn mich das nämlich wegbüscheln. Sagen Flüsselbüscheln. Du blödes Protektron, du! Ey, nee, warum hat denn das Protektron noch so viele Striche? Ich hab dir doch ganz viele abgezogen. Ah! Boah, das war knapp, ey. Hab den gerade so nochmal schnell genug die Tür zugehämmert. Ich entferne erstmal ein bisschen die Leichen, damit es sich dauernd den Leichenbug gibt, den natürlich auch nur ich erkenne. Also nur ich merke überhaupt, dass das ein Bug ist. Und den man nämlich vor allem leider auch in Skyrim eingebaut hat. Weil Skyrim ja bekanntlich der Nachfolger von Fallout 3 ist. Obwohl ich auch für diese Aussage natürlich wieder gesteinigt werde. Ach ja, und ich habe einen Büschelwasserfall, wie man ja sieht. Nämlich der Büschelwasserfall ist was ganz Tolles, weil da nämlich die Büschel so seitlich aus dem Kopf rauskommen, so wie beim normalen Büschelkopf. Nämlich über die sogenannten Büschelbüschel könnte ich ewig reden. Weil lange Haare einfach was ganz Tolles sind. Jetzt kommen da diese ganzen Kommunistenschweine. Was? Oh nein! War nämlich eine Kopfverkrüppelung, das auch noch. Die Weise ist es jetzt nämlich so, dass die Heilung im Bett mehr gekostet hat. Ey, ihr Ficker! Ey, ich werde euch sowas von packen hier! Och, nö, die zeigen's mir! Nö, ey! Nö, ey! Was soll man denn da groß machen? Nein! Rino! Wie soll ich denn den jetzt zeigen, ohne gekillt zu werden? Fuck, ey! Ey, ich fick dich jetzt aber voll in den Popo! Ja, endlich ist er weggekriegt. Es kommt noch einer. Ey, ich geb's dir, du! Boah, endlich ist Ruhe! Das war
war ja vielleicht mal mies, ey. Boah, ey. Brauche ich schon wieder neue Striche. Es gibt den Lord-Bug, toll. Vor allem ist es jetzt nämlich so, dass die Bettbenutzung nicht lang genug zurückblickt. Nämlich im Öimbot-Modus ist es so, dass man die Betten nur einmal alle so und so viel Zeiteinheiten verwenden kann. Weil sonst wäre es natürlich viel zu overpowered, wenn man sich im Kampf unendlich heilen könnte mit einem und demselben Bett. Übrigens mal achte auf den Ladebildschirm. Hey, ich brauche neue Striche, Leute. Sonst wird's nix. Nur 3 Strichen komme ich hier nicht weit. Bei den Horden, die da noch kommen werden. Oh, Glück gehabt, das war eine abgesägte. Nur so, dass ich die sichergestellt habe. Ich frage mich, ob das allgemein hin bekannt ist. Ja, Glück gehabt, jetzt habe ich wieder volle Striche. Also was ich jedenfalls meine ist, dass man Waffen von toten Gegnern wegnehmen sollte, damit die damit nicht mehr schießen können. Ja, das ist natürlich noch so ein Blecheimer-Typi. So sieht es. Ja, ist natürlich tatsächlich wieder ein Idiotenhirn. Jetzt habe ich aber der Raiderwache ein paar Striche abgezockt. Ey, machst du jetzt vielleicht mal das Bipoy-Licht an? Ich frage mich ja, wie viele da hinten noch sind. Hey, noch viel zu viele. Teufel. Hey, na super, jetzt habe ich die ganzen Mofos auch noch aktiviert. Ey, dir zeige ich's. Na toll, ich habe schon wieder Striche verloren. Da kommt ja ein Büssel-Kopf. Was? Oh nein! Das ist aber so, dass dieser Räderwachenfiesling eine geplante Zukunft hat, die es nämlich eigentlich nur in RKS gibt. Wenn ich nämlich davon getroffen werde und dann die Waffe wechsle, dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Also dann kann ich nur noch rumstehen und schießen. Aber nicht mehr fliehen, wenn irgendwas kommt. Deshalb muss man da natürlich auf jeden Fall laden, wenn man davon getroffen wird. Ey, aber der trifft mich ja immer! Ey, dieser Mofo! Ey, du bist doch verrückt, ich werde dich voll dezimieren! Warum triffst du denn überhaupt nicht? Ey, ich mach dich fertig, du! Du kleiner Winzling! Witschwatsch! Ich bin natürlich immer noch im Gefahrenmodus, wahrscheinlich ist es ein Terminator. Nö, das ist wieder so ein Idiotenhirn. Ey, dir geb ich's, du! Du bist erledigt! Na klar, ich verliere wieder viel zu viele Striche, weil wenn es pro gleichzeitig kommt, dann kann man die nicht richtig loopen. Swing, ey, das ist Ruhe. Boah, da waren ja vielleicht mal viele Blecheimer. Hier gibt's einen ganz flügeligen Büschelkopf. Ja, ich weiß, ich krieg mich mal wieder nicht mehr ein. Wenn mich der echte Büschelkopf meint, ich würde viel zu arg hohl drehen oder so, wenn ich lange Haare sehe. Dabei hat sie selber auch welche. Na toll, da kommen immer noch Idioten hier, ne? Witschwatsch! Wie viele? Nein, da kommen viel zu viele Blecheimer. Soll ja wohl nicht wahr sein. Da kommen wieder Nahkampfräder. Kommen fast nie Böllerräder, komischerweise. Obwohl sie eigentlich den nicht oft gibt. Normalerweise ist es so, dass jeder zweite Räder eine abgesägte hat. Ey, ich geb's dir, du! Also ich meine natürlich diesen Mr. Handy, der da im Hintergrund rumlabert. Ja, der ist ganz rot.
Gehört zum Öhi-Bot-Modus auch dazu, dass es farbige Roboter gibt. Ey, nee, aber das kann ja wohl nicht sein, dass er mich immer trifft. Ey, Fakten! Warum habe ich denn in dem Moment gespeichert, wo der mich trifft? Und natürlich noch ganz viele weitere. Ey, ihr! Ihr habt keine Chance gegen mich! Ting tang, ting tang, ting tang. Das hat mich nicht getroffen. Uinu! Ey! Ey, ich mach dich weg, du! Verdammtes Idiotenhirn! Na, jetzt kommt natürlich noch ein Terminator. Ching chang, ching chang, ching chang, ching chang, ching chang. Oder für den Fall, dass der Don Kanonji so guckt. Kamehameha! Hat er die anderen Leichen schon weggenommen? Also von diesen beiden Nahkämpfern meine ich. Anscheinend schon. Bin ich mal gespannt, wie viel noch kommt. Da gibt es auf jeden Fall noch das schon wieder das nächste Idiotenhirn. Ich muss auch auf den Speicherplatz achten, weil ich diesmal nicht von der externen Festplatte aus aufnehme. Ich habe nur 20 GB frei oder so. Da es ein einigermaßen grafikintensives Spiel ist, werden die Videos dann riesig. Jetzt mache ich dich aber fertig, du. Ich schwöre endlich mal auf der verdammten Leiche rumzuhängen. Nu, das hat mich nicht schnell noch getroffen. Nu. Ey. Ey, ich fick dich jetzt aber. Endlich ist Ruhe im Karton. Bin ich mal gespannt, ob da noch was ist, aber wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist da noch eine Horde, die sich da hinten drin versteckt hat. Also irgendwas ist da jedenfalls noch. Natürlich so ein kommunistischer Mr. Gatzi. Ey, ich geb's dir, du Kommunist. Was? Oh nein. Hier kommt natürlich so ein Büschelkopf mit einer abgesägten. Hier ist aber weggebüschelt worden. Ey, ich geb's dir, du. Verdammter Kommunist. Obwohl ich ja eigentlich in echt selber ein Kommunist bin. Irgendeine Gardekämpfer mit Flausche-Büschel. So ein flauscheliger Büschel. Büschel-Büscheling. Hat die einen flauschigen Büschel? Ja, tut mir leid, dass ich jetzt so lachen muss. Ich muss immer dran denken, wie der echte Büschelkopf guckt, wenn ich mir von langen Haaren schwärme. Aber auf jeden Fall ist es nämlich so. Was? Oh nein, da ist noch irgendwas. Damit habe ich nicht gerechnet. Was ich jedenfalls sagen wollte, ist, dass der Flauschebüschel ganz büschelflüschelig aussieht. Ach, das ist jetzt also der Abschlussverursacher. Ghoul Arsch. Witwat, 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 Witwat. Bumm. So, der kann nicht der Absturzverursacher gewesen sein, weil er nicht geplaced war. Sondern das war ein eigentlicher Spawn. Und hier gibt es natürlich wieder den Loadbug. Aber ich habe sowieso den Verdacht, dass hier jetzt zunächst mal alles tot ist. Deshalb würde ich jetzt nämlich mal die Items sammeln gehen. Und das aber natürlich nicht aufnehmen, weil es ja langweilig wäre. Und dann sehen wir uns bei der Super-Duper-Apotheke wieder. Also, ciao.